Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es über die Corona-Krise, meine persönliche Krise habe ich in dieser Krise auch wieder erlebt und was ich daraus gelernt habe und was ich alles gemacht habe, erfährst du in diesem Video. Lass uns jetzt losgehen, let's go! Herzlich willkommen! Jetzt ist das doch da, was ich eigentlich nie aufnehmen wollte, über die Corona-Krise zu sprechen. Aber Corona und meine persönliche Krise, ja, ich habe eine persönliche Krise und was ich daraus gelernt habe, was ich jetzt daraus gemacht habe und was jetzt danach kommt, nach dieser Krise, erfährst du in diesem Video. Es sind insgesamt circa 38 Tage von Anfang bis Ende des Shutdowns und wir haben ja noch kein Shutdown-Ende in Aussicht. Wir haben jetzt quasi eine Lockerung, glaube ich. Ja, ich komme jetzt gar nicht so mit, was momentan so wirklich Sache ist, weil, wie gesagt, ich fokussiere mich jetzt nicht auf die Nachrichten. Ich gucke und lese öfters Nachrichten, ja, aber sehr wenig. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, wie es weit jetzt ist. Aber auf jeden Fall ist es jetzt so, dass jetzt quasi so langsam wieder die Wirtschaft hochgefahren wird und dass man wieder die kleinen mittelständischen Läden quasi aufmachen können und so weiter und so fort. Genau. Was ich aber in dieser Krise, in dieser Shutdown-Krise gemacht habe, ist quasi, ich habe meine neue Homepage gehostet. Ich habe einen Kanal bei Upspeak gehostet. Ich habe zwei, drei Audiosprachen bei Upspeak schon aufgenommen und weitere kommen natürlich. Dann habe ich mein Team von Fit und Gesund quasi neue Leute rekrutiert und zwar auch neue Leute bekommen und auch quasi eine Anzeige geschaltet. Die ist ja noch aktuell, die Anzeige über eBay Kleinanzeigen und da kommen öfters wieder die Anfragen und so weiter und das sind ja heiße Anfragen und ich liebe ja heiße Akquise. Heiße Akquise ist effektiver wie die Kaltakquise, weil der Mensch hat ja Bedarf daran, deshalb meldet er sich ja auch, deshalb kommt er auch zu dir, deshalb empfehle ich dir auch, mach mehr heiße Akquise wie die Kaltakquise. Kaltakquise ist natürlich richtig auch richtig, aber jetzt von dem Sinne, du musst erstmal bei der Kaltakquise einen Bedarf ermitteln, was der Kunde braucht, was er möchte. Genau, bei der Heißakquise hat der Kunde bereits schon Bedarf. Er möchte quasi fit, gesund und so weiter und so fort sein. Genau, und das geht über eBay oder halt über die sozialen Medien. Da kannst du quasi streuen und so weiter und so fort, dann Content da produzieren, dann du weißt ja auch, dass es quasi die gesetzte Anziehung ist bei der Heißakquise, bei den sozialen Medien, das ist extrem Gold wert und man bekommt halt auch Sichtbarkeit, wenn man halt viel macht, viel zeigt von seinen Produkten, von seiner Erfahrung her und deshalb bekommt man da auch mehr Anfragen. Deshalb empfehle ich dir, wenn du quasi ein Unternehmen hast oder selbstständig bist, mach Heißakquise. Mach bei Facebook zwei, dreimal täglich einen Post und streue diesen Post. Oder gib Ratschläge in Kommentaren oder. Das kannst du machen, wie du möchtest. Aber ich empfehle dir, werde sichtbar. Ach ja, und dann habe ich noch meinen inneren Schweinehund bekämpft. Ich habe wieder angefangen, Sport zu machen, Fahrradfahren, ein bisschen laufen,
Weil durch die Corona-Krise ist man doch ein bisschen dick geworden. Dann waren ja die Friseure zu und ich musste zum Haar schneiden. Und notgedrungen habe ich mir dann bei Kaufland einen Rasierer geholt für 15 Euro, glaube ich. Und ja, wie du siehst, habe ich mir dann in der Zeit meine Haare selbst geschnitten. Und ich bin schon sehr zufrieden, ne? Na, ich bin sehr zufrieden. Und ja, was gibt's noch? Auf jeden Fall möchte ich dir damit sagen, in solcher Krise, egal welche Krise du hast, ob es jetzt diese Corona-Krise ist oder eine wirtschaftliche Krise ist oder eine persönliche Krise, steck deinen Kopf nicht in den Sand und fang an zu jammern. Und heul rum, die Kunden bleiben dir weg und so weiter und so fort. Vertrieb schläft nie. Umsatz kannst du auch über online machen. Du brauchst überhaupt kein Offline, weil online ist ja auch da. Wenn in so einer Situation wie jetzt diese Krise, kannst du deinen ganzen Vertrieb online machen, kannst du smarter machen, kannst du gucken, wie du das besser machen kannst. Deshalb habe ich hier ein Zitat für dich. Wer jammert, wird ausgewechselt. Hör auf zu jammern. Und tu deinen Vertrieb digitalisieren. Klar gibt es wieder Zeiten, wo man wieder rausgehen kann, wo man wieder zu den Leuten hingehen kann, aber in dieser Zeit kannst du quasi über FaceTime, über Zoom, über Skype deine ganzen Kunden anrufen, über das Telefon, über das Smartphone, über Instagram und so weiter und so fort. Deshalb mach's einfach digitaler, mach's einfach smarter, mach die Heißakquise. Heißakquise ist so geil. Besser wie die Kaltakquise, weil der Kunde hat ja schon Bedarf bei der Heißakquise und dann musst du quasi nur noch bei der Heißakquise den Vertrag unterschreiben lassen. Also quasi auf das Bedarf eingehen und quasi der Kunde zu dir holen, ins Boot holen. Zum Beispiel habe ich hier noch was, wo du gerne mitnehmen kannst. Wenn du 10 Kundenanfragen hast und dabei sind 5 Kunden dabei, die Nein sagen, dann hast du immer noch einen Kunden, quasi der Ja sagt. Denn, Zitat, nicht gekauft hat er schon von Martin Limpeck. Und das andere Zitat war von Dirk Kräuter. Genau. Ja, ganz vergessen, dieser Zeit hatte ich auch noch ein wundervolles Fotoshooting mit einer wunderbaren Fotografin, Jeanette Köbler von Kreativ mit Links. Und ich bin gespannt auf die Bilder und es folgten weitere Step by Step. Und ich kann die Fotografin und das Fotostudio mit wärmsten Herzens empfehlen. Und wenn die Bilder ich dann habe, werde ich natürlich schauen, wie ich die Bilder in Video irgendwie dir zeige, oder du siehst es sowieso auf meinen Social Media Kanälen. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Ich habe ja gesagt, zuerst als allererstes glaube ich, dass quasi die Läden bis ab 800 Quadratmeter öffnen können und dass quasi die Wirtschaft der bisher angekuppelt wird. Aber die Kontaktsperre bleibt ja trotzdem noch ein bisschen weiterhin. Solange bis dieser Virus bekämpft wird. Und das wird noch ein Auf bisschen jeden dauern. Fall werde ich weiterhin Gas geben, auch nach der Krise, wenn alles vorbei ist. Und ich nutze jede kleine Chance, die ich bekomme, die mir Türen öffnen. Ich gehe in jede Tür rein und mache jede Tür offen,
mache natürlich auch mal eine Tür zu, wenn es mir gar nicht passt. Hier meinen Tipp, meinen Zitate-Tipp, aus jeder Krise kann man eine Chance entwickeln. Nutze deshalb diese neue Chance, dass du quasi immer das schon machen möchtest, was du gerne machen möchtest, und setz die Dinge auch um. Es hat mir so viel gebracht in dieser Zeit, in diesem Shutdown und in dieser Krise zu schauen, was ich überhaupt machen will, wo überhaupt meine Leidenschaft ist. Und meine Leidenschaft ist natürlich Vertrieb und Verkauf. Und deshalb werde ich da noch mehr Gas geben, quasi, dass ich quasi von dem Angestelltenverhältnis, ja, ich bin angestellt, wieder rauskomme, und dass ich quasi meine Trainings, meine Beratungsgespräche in der Selbstständigkeit wieder so führen kann, wie ich möchte. Und jede Menge Zeit für meine Sachen habe. Denn Zeit kriegt man nicht geschenkt. Genau. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dieses Video, und es waren ein paar Tipps dabei, die dich anregen für das Umsetzen deinerseits. Wenn du mehr wissen möchtest, dann schreib es gerne in den Kommentaren und hinterlass einen Daumen nach oben. Und wenn du noch nicht abonniert hast, abonniere die Glocke.